So Leute, willkommen zu einem neuen Kurzprojekt, welches ich auf jeden Fall noch machen möchte, bevor das große Projekt startet, von dem ich ja bereits ein bisschen erzählt habe. Wir spielen Pokepark Wii Pikachus großes Abenteuer. Ich bin sehr gespannt, ich kenne diese Pokepark-Spiel überhaupt gar nicht, aber auch das gehört zur Pokémon-Reihe und deswegen, warum eigentlich nicht jetzt? Wir starten einfach mal und gucken, was uns hier erwartet. Pika! Auf jeden Fall schon mal Sprachausgabe, wie wir gerade bemerkt haben. Spielplatzer, ja, neues Spiel, ne? Oh, Profilbild. Profilbild! Ja, was passt dann am besten zu uns? Ich wollte schon fast sagen, das hier unten, aber da wir voll gewieft sind und gut drauf, nehmen wir das hier. Oh yeah, aber sowas von. Pikachu in Action, ein neuer Spielstand wurde für dich eingerichtet. Das ist ja awesome. Passworteinstellung, Pokéball-Spiel. Ja, komm, Pokéball-Spiel würde ich sagen, ne? Das ist ein Spiel der vierten Generation. Ich sehe nämlich da hinten ein Haspirohr. Und keins der fünften Generation. Ich denke, das ist dafür ein bisschen zu alt. Oh, Eröffnungsszene. Ach Gott, wie putzig. Oh je. Da sind wir einfach in irgendein dunkles Loch gestoßen worden. Ja, Pikachu. Pikachu heißt du also? Das ist aber ein reizender Name. Ich bin Mew und ich habe eine große Bitte an dich. Ich möchte, dass du mir hilfst. Das Himmelsprisma, dem wir Eintracht und Frieden hier verdanken, ist zerbrochen. Und die Splitter liegen über den ganzen Pokepark verstreut. Ohne die Kraft des Himmelsprismas droht der Himmelsgarten auf den Pokepark herabzustürzen. Wieso muss ich gerade an Asterix und Obelix denken? Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Ich bitte dich inständig, uns zu helfen. Ey, du, das ist überhaupt kein Ding. So sieht das Ding aus. Geh. Ich möchte dich bitten, diesen Prismasplitter einzusammeln. 14 Prismasplitter gibt es insgesamt und sie befinden sich im Besitz besonderer Pokémon hier im Pokepark. Mich findest du im Himmelsgarten. Enttäusche mich bitte nicht. Okay. Das war ich übrigens gerade. Wo bin ich? Die letzte Nacht war zu hart. Oh mein Gott. Es ist Plaunerkai. Hi. Na? Ja, du bist nicht von hier, stimmt's? Hä, wer ich bin, willst du wissen? Ich bin Plaudergeil, der Fremdenführer des Pokeparks. Ich war als Gildenführer. Nein, nicht Gildenanführer, aber ich war so eine Art rechte Hand, rechter Flügel wohl eher. Rechte Kralle kann man auch sagen. Ist ja vollkommen egal, wo ist mein Kaffee? Wende dich ruhig an mich, wenn du irgendwelche Fragen hast. Wie? Du suchst also deine Freunde, Glumanda, Plitva und Edivir? Nun, die habe ich hier leider nicht gesehen. Tja, anscheinend ich auch. Bin ich nicht allwissend, meine ich, aber du wirst ihnen im Pokepark gewiss über den Weg laufen. Ich begleite dich dorthin, folge mir einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hätte er keinen besseren Startbegleiter geben können. Folge Plaudergeil, halte die Wii-Familie waagerecht und bewege dich mit N fort. Okay, wir dürfen quasi Pikachu so steuern. Wir können uns aber springend schneller fortbewegen, wie es scheint. Oder kann ich auch rennen? Ich glaube, springen ist wirklich schneller. Oh, okay, ja. Aber wir können auch einfach dashen. Das ist quasi ruckzucki. Guck mal, wie serious Pikachu dabei guckt. Schön. Ach ja, ich habe schon viel von den Spielen gehört und man merkt schon, es ist wirklich ziemlich niedlich gehalten. Ich bin gespannt. Yay! Rennen wir einfach mal. Habe ich noch irgendwelche Angriffe? Vielleicht kann ich irgendwie Donnerschock, Donnerblitz. Ich kann mit B auf jeden Fall die Kamera drehen. Da vorne ist er. Ich tackle ihn einfach um. Ruckzucki! Oh, schade. Oder bist du ja? Ich wollte deine Fähigkeit noch ein wenig prüfen, bevor du in den Pokepark gehst. Dort kannst du sprinten, oder? Du kannst sprinten, meine ich. Ramme diese Holzkiste dort aus dem Sprint. Bei deiner Sprintfähigkeit sollte es dir gelingen, sie in zwei zu brechen. Sprintfähigkeit? Für mich ist das Ruckzucki. Bestätige eins, um loszusprinten. Du kannst Holzkisten zerbrechen, wenn du sie aus dem Sprint herausrammst. Okay, wir lieben Zerstörung, also... Ja, boom. Einfach kaputt gemacht.
Mitunter findest du Beeren und Items, wenn du eine Holzkiste zerbrichst. Berühre eine Beere und sie gehört dir. Nice, her damit. Badam. Eine Beere. Sind das quasi wie die Münzen hier? 10 Beerenpunkte oder wie auch immer. Der Plaudergeist ist offensichtlich schon mal vorausgegangen. Yay. Erzähl mir mehr. Was kann ich noch so Schönes? Sehr gut. Dir ist es also gelungen, die Holzkiste in zwei zu brechen. Lass mich als nächstes deine Sprungfähigkeit überprüfen. Im Park gibt es nämlich viele Orte, die unerreichbar bleiben, wenn du nicht springst. Siehst du diesen umgestürzten Baum? Ich warte auf der anderen Seite. Überspringe ihn und komm zu mir. Drücke 2. Kurz, um niedrig zu springen, beziehungsweise halt 2 länger drückt, um einen hohen Sprung zu machen. Oh, das ist ja genau wie in einem anderen Spiel. Ha, ihr dachtet jetzt, ich mache eine Smash-Referenz, was? Damit habe ich es indirekt ja schon gemacht, irgendwie. Mal so, hoher Sprung, kurzer Sprung, Short Hop, yay. Und weiter geht's. Yay, hi, was kann ich für dich tun? Gut, Sprit und Sprung scheinst du nur ausreichend zu beherrschen. Somit kann ich dich jetzt ruhig gewissens in den Pokepark führen. Amüsieren kannst du dich im Park auf ganz unterschiedliche Arten. Du kannst beispielsweise einen Wettstreit gegen ein anderes Pokémon austragen. Verrangen erfreut sich dabei. Unter allen Wettstreiten der größten Beliebtheit. So, dann werde ich dir einmal erklären, wie man Fangen spielt. Ernsthaft? Wahrscheinlich irgendjemand rennt weg und ich muss ihn dann berühren? Beim Fangen geht es darum, den Gegner innerhalb einer begrenzten Zeit anzurempeln. Du gewinnst, wenn es dir gelingt, ihn aus dem Sprint heraus anzurempeln. Voll weggetackelt. Bereit? Los geht's. Versuch mich aus dem Sprint anzurempeln. Willst du das wirklich, mein Freund? Okay, er will es wirklich. Er will es wissen. Er will es wissen. Yay, okay, alles klar. Komm her, du Typ. Ich sehe dich. Oh, wir haben sogar nur eine begrenzte Zeit. Ja, bam! Voll weggerammt. Fangen ohne Rücksicht auf Verluste. Das war schon fast ein Bodycheck. Dir macht das anscheinend Spaß, andere umzustoßen. Mir ist jetzt noch ganz schwindelig. Mir ist ganz schwindelig. Aber lieber zu stark als zu schwach, richtig? Das Fangen sollte dir nun keine Probleme mehr bereiten. Gut, als nächstes erkläre ich dir etwas zu den Beeren. Was für Beeren? Hier sind doch gar keine Beeren. Ach so, Beeren. Na schon klar. Erhältst du im Wettstreit die Oberhand, so hat dies für dich 2 positive Auswirkungen. Du kannst so Freundschaften schließen. Indem man irgendjemanden in den Schmutz boxt? Geil. Muss ich mal ausprobieren. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Da dein Gegner nach einem Sieg im Wettstreit automatisch dein Freund wird, doch Vorzüge der Freundschaft lassen sich nur schwer in Worte fassen. Bitte, ob wir... Aber sicher doch. Natürlich sind wir beide jetzt auch Freunde. Alles verstanden. Das ist voll die Steinzeitmethode. Einfach mit einem Knüppel einen überziehen und schon, ja, ne? Alles verstanden, dann fahre ich fort. Eine weitere positive Auswirkung eines Sieges im Wettstreit sind die Beeren. Er fährt fort, er hat doch gar kein Auto. Na, okay. Ich habe dir eben welche gegeben, nicht wahr? Du erhältst die aber nur, wenn du im Wettstreit siegst. Wozu sie nützen sind, erfährst du dann im Pokepark. Das wäre es vorerst von meiner Seite. Ich erwarte dich im Pokepark. Okay. Dann wollen wir doch mal in den Pokepark gehen. Oh, hallo. Ein Haspirohr. Haspirohr! Oh Gott. Guten Tag. Bist du auch auf dem Weg in den Pokepark? Es ist ganz hinreißend. Ein ganz hinreißender Ort, wo man sich mit vielen Pokémon anfreunden und in zahlreichen Spielen teilnehmen kann. Er befindet sich jenseits dieses Waldes. Ich mache mich schon einmal auf den Weg dorthin. Wir sehen uns dann dort. Warte, ich will dich tackeln, damit wir Friends werden können. Freunde, Freunde für ewige Zeit. So, ich kann mich hier scheinbar noch ein bisschen umgucken. Ich scheine noch, noch, keine Elektroattacken zu beherrschen. Oh, relaxo. Schüttige 2 in der Nähe von... Okay, es schnarcht wirklich. Ich dachte, ich habe es mir eingebildet. In der Nähe eines anderen Pokémon, um dies anzusprechen, hat dir ein Pokémon etwas mitzuteilen, erscheint über seinem Kopf eine Sprechblase. Sprich ein solches Pokémon an. Jopp. Machen wir. So, was ist dein Problem? Außer natürlich dieses offensichtliche Relaxo, was da rumliegt. Ach, du bist es ja wieder. Ich habe schon auf dich gewartet. Relaxo versperrt leider den Weg zum Pokepark. Aber du bist doch sicher, imstande eine Elektroattacke einzusetzen. Ah, nicht wahr? Wecke Relaxo bitte mit dieser Attacke auf. Wer braucht schon Pokeflöten, ne? Wende deinen Donnerblitz an. Okay, du kannst deinen Donnerblitz einsetzen, indem du A bestätigst. Ah, das ist da. Das hätte ich eben wahrscheinlich auch schon machen können. Die Attacke verfehlt jedoch ihre Wirkung, wenn sie nicht genau auf den Gegner gerichtet wird. Du kannst das Sichtfeld auf Gegner in deiner Nähe ausrichten, indem du B drückst. Sollte kein Gegner in der Reichweite sein, richtet sich das Sichtfeld bei Bestätigung von B nach Pikachus Blickrichtung aus. Ah, so funktioniert das also. Ich kann mich hier erstmal eine halbe Stunde okay, ich kann ihn nicht unendlich oft benutzen, wie man sieht. Kann ich mich dabei auch noch... Ach, guck mal, ich kann dabei auch noch rumlaufen. Aber gut, das ist natürlich schwierig zu steuern. So, ich kribbel gerade noch ein bisschen. Okay, Relaxo, tut mir leid, aber...
Du musst leider aufstehen. Ja, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal sogar noch treffen. Gucken wir nochmal. Yay! Pff, relax du erstmal hier. Was? Ich habe keinen Defibrillator bestellt. Hallo, ich geh da mal. Tschüss. Tschüss, Relaxo. Der sieht aus wie Kater Carlo. Vor allem, wenn er so weggeht und man ihn nur von hinten sieht. Wäre das die Stimme aus dem Anime? Das wäre doch mal interessant. Dankeschön, jetzt kannst du dich in den Pokepark begeben. Wir treffen uns dann dort. Das ist überhaupt kein Ding. Aber wenn du so langsam watschelst, dann bin ich schon 50.000 Mal da. Während du noch auf dem Weg bist. Ne? Oh, hi. Na, was geht? Das startet eh mal automatisch, muss sie gar nicht von selbst ansprechen. Da bist du ja endlich. Ich möchte dir nämlich doch etwas geben. Pokepark-Album erhalten. In diesem Pokepark-Album werden die Namen all jeder Pokémon verzeichnet, mit denen du befreundet bist. Schließlich bereitet der Pokepark nichts größere Freude, als mit vielen verschiedenen Pokémon Freundschaft zu schießen. Überprüfe die Einträge im Album, wenn du glaubst, neue Freunde gefunden zu haben. Es ist wahrlich kein Kinderspiel, das Album zu vervollständigen. Das klingt jetzt schon fast nach einer Challenge. Öffne das Pokepark-Album durch Drücken von Plus und gewinne Einsicht in Pikachus Statuswerte sowie Informationen zu dir mit befreundeten Pokémon. Solltest du das Spiel beenden wollen, kannst du fern deinen bisherigen Spielstand speichern, indem du im Pokepark-Album die Option Spiel speichern auswählst. Klingt alles logisch, ist es auch. Plaudergeist, jetzt dein Freund. Wunderbar. Gucken wir nochmal direkt. Ich darf nicht. Auf Plus vielleicht. Deine Freunde. Plaudergeist. 28 Seiten. Uiuiuiui. Okay, es gibt 193 Pokémon hier in dem Spiel. Was steht da so? Zum ersten Mal bist du im Eingang von Pokéball begegnet. Es ist ein Fremdenführer des Pokémon-Parks. Sprich ihn an und erzählt dir viele interessante Dinge. Krass. Was kann ich hier noch so erfahren? Energiesprint, Donnerblitz, Eisenschweif. Ich kann den Eisenschweif lernen. Wir haben noch keine Prismen und Splitter. Voll fies. Okay. Was erzählst du mir noch so? Und? Steht mein Name darin? Er scheint neben dem Namen des Pokémon, mit dem du sprichst, das Pokepark-Album. So bedeutet dies, dass ihr befreundet seid. Sollten du das andere Pokémon gute Freunde sein, so erscheint neben dem Namen ein regenbogenfarbenes Album. Ah. So, ich werde mich jetzt auch in den Pokémon begeben. Sprich mich einfach an, wenn du Fragen hast. Okay. Okay. Ist das schon der Pokepark? Ich wollte das Schild lesen. Achso, steht so. Nähere dich einem Schild und betätige mit zwei, um zu lesen, was darauf geschrieben steht. Die Botschaften auf den Schildern können dir bei deinem Abenteuer wirklich vom großen Nutzen sein. Ja, ich sehe schon. Tipps für Trainer, die zweite. Wenn du zwei drückst, bringst du. Hier entlang zum Pokébar. Sprich ein Plaudergeist, wenn du bei deinem Abenteuer wirklich machst. Okay, alles klar. Ich glaube irgendwie, Plaudergeist ist so eine Art wichtiger Typ hier. Den Poképark betreten? Ich traue mich nicht. Aber okay. Sind wir mal mutig. Ganz wagemutig. Die Ladebildschirm. Oh yeah, hallo Pikachu, na? Da ist ein Bisasam. Das sieht aber hübsch aus hier. Oh, Palkia und Dialga. Weiter ein Zeichen davon. Das ist ein Spiel der vierten Generation ist. Ich kann auch einfach auf die Wiese laufen hier. Okay, fängt von der Pfeile an, selbst an zu rennen. Die grüne Zone meine ich. Weite Wiesen und sattes Grün. Schön. Guck mal, da ist Endivier. Da ist ja Endivier. Ah, und haben wir auch noch eine Map? Stimmt, habe ich eben schon gemerkt, aber ich wollte es nur mal gerade mal ansprechen. Hi. Pikachu, es geht dir also gut. Amanda, Plinfa und ich sind dir allen in den seltsamen Tunnel hinabgefolgt, aber dann sind wir plötzlich in die Tiefe gestürzt. Wir sind keine Freunde, laut deinem Namen nicht. Und wurden voneinander getrennt. Dieser Ort nennt sich Pokepark. Im Moment befinden wir uns offenbar in einem Abschnitt des Parks, der Grünzone genannt wird. Zieh dir nun die satte Grün an. Wie kann man es echt aushalten? Ihr scheint hier richtig dicke Freunde zu sein. Willkommen im Pokepark. Ich war schon ein paar Mal zur Entspannung hier. Hehe. Du solltest die Gelegenheit nutzen und dich an einem der vielen Spiele hier versuchen. Frage doch das Pokémon in der Nähe des Schildes, ob du einmal ausprobieren darfst. Du bist der Endivier begegnet. Oh mein goodness! Wo ist es denn jetzt? Endivier! Endivier! Es ist weg. Es ist weg. Hat direkt keinen Bock mehr mit mir befreundet. Dann kann ich auch einen Doppeljump machen. Nee, schade.
Hi, Mann. Weshalb bist du deiner Freundin der Devi begegnet? Was? Aspiro hat dich eingeladen, an einem der Wiener teilzunehmen? Verstehe. Na gut, warum nimmst du ihr Angebot nicht einfach an? Bin schüchtern. Hallo. Bei meinem letzten Besuch haben hier mehr Pokémon rumgetollt, Mann. Ich möchte mit dir befreundet sein. Warte, wir versuchen es mal so, wie Plaudergeist uns erklärt hat. Oh. Es klappt ja wirklich. Sorry. Tut mir leid. Bei meinem letzten Besuch haben wir mehr Pokémon. Okay, ist alles wieder gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Oh mein Gott, I'm sorry. Es tut mir leid. Und Pikachu grinst dabei auch noch so. Und ich glaube, unser Profilbild passt perfekt zu seiner Charaktereigenschaft. Oh mein Gott. I'm sorry. Ein Cellars. Oh Gott, das hat geweint, als wir es weggetackelt haben. Das tue ich nicht nochmal. Hi. Ist das dein erster Besuch hier in der Grünzone? Diese Idylle ist einfach wunderbar. Oder steht es der Sinn eher nach etwas mehr Nervenkitzel? Ja, ne? Kann man schon so sagen. Hi, Indivia, was geht? Indivia? Das ist wohl... wir sind dicke Freunde. Was wohl diesen Spielen auf sich hat? Ich werde es herausfinden. Was steht denn da auf dem Schild? Bäcker? Schüttelsprint mit Bisasam. Ein spannendes Wettrennen für große und kleine Pokémon. Teilnahmegebühr 5 Beeren. Ey, du bist riesengroß. Ich will mit dir spielen. Ich wollte ihn gerade schon wieder wegtackeln, aber wir wissen ja, dass es funktioniert. Du willst am Schüttelsprint teilnehmen? Pech für dich. Wenn den Pokémon in der Grünzone ist es nicht erlaubt, an einem Spielen teilzunehmen oder eine andere Zone zu betreten. Aber was Bisaflor nicht weiß, macht Bisaflor nicht heiß. Wenn du es niemandem verrätst, lasse ich dich an meinem Spiel teilnehmen. Bisa, okay. Wofür sind diese Spiele überhaupt gut, wenn man nicht an ihnen teilnehmen darf? Ich verstehe dieses Verbot nicht. Komm, Pikachu, lass es uns einfach mal versuchen. Bisa! Mein Spiel ist ein Wettlauf gegen mehrere gegnerische Pokémon. Wenn du innerhalb der Mindestleistung ins Ziel einläufst, hast du das Spiel gemeistert. Normalerweise kostet die Teilnahme am Schüttelsprint 5 Beeren, aber von dir verlange ich fürs Erste keine Gebühr. Du bist immerhin der erste Teilnehmer seit langem. Bisasam, willst du Schüttelsprint spielen? Ey, natürlich. Oh, ich verstehe die Frage nicht. Sehr schön, so gefällst du mir. Okay. Schüttelsprint mit Bisasam! Presche so schnell du kannst durch den Waldparcours und erreiche das Ziel. Mindestleistung 10. Okay. Spielanleitung. Schüttel die Wii-Fernbedienung, sobald der Startschuss gefallen ist. Je öfter du sie schüttelst, desto schneller wirst du. Oh Gott. Das wird gleich lustig beim Kommentieren. Achso, und ich darf... Wie cool ist das denn? Ich kann mit Carpador teilnehmen. Bestes Spiel ever. Okay, alles klar. Pikachu. Yay. Ist nicht so, als hätten wir groß eine Auswahl, aber, ne? Mindestleistung 10, Bonusleistung 9,7. Mamfaxo nimmt daran teil. Bei dem Pokémon teil, ich müsste die locker outspeeden. Yay. Oh Gott. Okay. Das gab's sogar... Oh, wow, fantastisch. Und noch schneller! Meine Güte, die hat ja überhaupt keine Schnitte. Hat ein Vogelbomb teilgenommen? Ich hab's gar nicht gesehen. Spiel geschafft! Werden wir jetzt Freunde oder muss ich sie erst noch wegtackeln? Bonusleistung! Na, was kriege ich? Du hältst 100 Beeren. Oh mein Gott. Schön! Neue Bestleistung! Ach ja, das ist schön. Mir gefällt das Spiel. Eine sehr gelungene Abwechslung. Ich bin extrem gespannt, was wir noch für schöne Spiele bekommen werden. Und mit wem wir alles Freund verschließen können. Das sind ja scheinbar ziemlich viele. Das klang gerade lustig. Glückwunsch, du hast es geschafft. Du selbst hast das Spiel zwar nun gemeistert, aber vergiss nicht, dass deine Freunde ebenfalls daran teilnehmen können. Ach ja, wusstest du das überhaupt? Sobald einer deiner Freunde die Mindestleistung erzielt, gilt das Spiel auch für dich als gemeistert. Das ist eben wahre Freundschaft. Oh, und hier, das ist für dich. Oh yeah, ich muss unbedingt, sobald ich einen Carpador habe, daran teilnehmen. Hübsch, nicht wahr? Dieser Splitter fiel vom Himmel, während ich hier beim Spielen nach dem Rechten sah. Das ging aber schnell, jetzt schon ein. Dann erschien mir Mew in einem Traum und bat mich darum, denjenigen zu übergeben, der als erster das Spiel meistert. Das bedeutet, er gehört nun dir. Awesome, und Bisasam ist jetzt mein Freund. Oh, ein Gekkabor. Hey, ihr da, habt ihr etwa an diesem Spiel teilgenommen? Ja. Was ist mit euch los? Mickey, ihr wisst doch, dass es dieser Zone strengst verboten ist, an den Spielen teilzunehmen. Das war's, du kommst sofort mit mir zu dieser Flur. Ich will aber nicht. Was? Warum das denn? Nein, lass mich in Ruhe. Hör was? Er hat doch gar nichts gemacht. Sie hat doch gar nichts gemacht.
Boing, 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 arme Sendivier. Voll durchgeschakt. Ich glaube, das kann ich nicht so ganz durchgehen lassen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ist das etwa meine Schuld, weil ich dich dazu verführt habe, diese Spieltasse zu nehmen? Du hast mich verführt, okay. Und bitte, du musst Sendivier retten. Das musst du mir nicht sagen. Ja, du musst sie einfach retten. Minky sagt, er würde sie zu dieser Flor bringen, nicht wahr? Er hält sich hinter dem Tor auf der anderen Seite des Flusses auf. Sind wir echt zu dicke Freunde? Habe ich das gerade richtig gesehen? Deine Freunde. Sendivier. Oh, sind echt dicke Freunde. Der Spielleiter des Schüttelsprints in der grünen Zone, obwohl es eigentlich verboten war, erlaubte er dir ausnahmsweise an seinem Spiel teilzunehmen. Und da folgte dir in den seltsamen Tunnel und fiel dabei in die Grünzone. Ist gut mit dir befreundet. In grünen Wiesen und Wäldern fühlt es sich wie zu Hause. Ha, schön. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, bevor wir Menki, Gekkabor und Endivir verfolgen, soll es erstmal gewesen sein für diesen Eröffnungspart Pokepark Wii. Ich bin extrem gespannt. Ich freue mich drauf. Es ist wieder ein Pokémon-Spiel der ganz anderen Sorte. Sowas hatten wir bisher noch nie. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, wollte ich eigentlich gesagt haben, sagte ich jetzt auch. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder um die übliche Zeit. Um 18.30 Uhr kommt jetzt jeden Tag Pokepark Wii Pikachus großes Abenteuer. Seid gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.